kommt zunächst, mit was fange ich an? Mit dem Wichtigsten. Nein, das Gute zum Schluss. Dann brauche ich eine Gemüse. Schaufel, irgendwas. Ach, ja. Wir haben ja hier. So. Zuerst werden wir das Gemüse fein anrichten. Das italienische Gemüse kommt in eine italienische Ecke. Die italienische Ecke. Das nenne ich die italienische Ecke. Muss alles auch dezent sein, es darf ja nicht überladen wirken. Aber ein bisschen überladen geht schon. Dann haben wir hier die italienische Ecke. Genau, die italienische Gemüseecke. Kommen zur Waldecke. Die Waldecke kommt hier hinten ran. Mit dem Käsepilzen kommt die Waldecke dahinter. Sieht erstmal ein bisschen seltsam aus, ich weiß. Die Waldecke hier, schön verziert. Das ist die Waldecke. Genau, stopp, na komm. Geh ab. Die Waldecke hier hinten. Und nochmal für die Waldecke. Wir haben zwar noch was übrig, aber das heben wir uns dann auf. Und noch ein kleiner Feiner für die Waldecke. Lass es dir gut gehen. Solange du noch kannst. Nee, war noch Spaß. So. Nun kommen wir zur Kaninchenecke. Die Hasenecke sozusagen. Bunny-Ecke auch genannt. Die Bunny-Ecke ist genau in der Mitte. Und genau hier wird das fein verziert. Schön das Muskelfleisch nach oben. Auch hier wieder die zweite Hälfte des Hasen, genau. Und diese Pilzsoße, die keine ist, kommt jetzt hier auch drauf. Die werden wir dann noch verfeinern. Und da ist auch ein bisschen Hanf noch mit drin. Dieses Hanföl. Fein auf die. Komm raus, komm. So, komm. Fein auf die. Wie heißen die Hasenteile? Hasenschenkel. Genau. Und schon haben wir das erste Menü fertig hier. Das Hauptmenü sozusagen. Ich weiß nicht, es ist so perfekt angerichtet, aber ich würde es in jedem Restaurant auf jeden Fall akzeptieren. Also würde ich sagen, ja, das sieht gut aus. Also ich bin da jetzt ehrlich, würde sagen, mir optisch gefällt mir meine eigene Kreation. Die, ja, das ist halt der Waldhase für mich, ob es ihn gibt oder nicht. Waldhasenmenü, so ist es nun mal. Wir kommen gleich zur Verkostung. So, Aufnahme für YouTube ist gestartet. Möge das große Fressen beginnen. Herr Pippes, ich grüße Sie. Haben Sie schon gesehen, liebes YouTube, ich muss noch mal kurz was zeigen, meine Nahrung, wir wollen es auch sehen. Mein Pilz, italienisches Gemüse, Steinpilz, Hasen, ja, Menü. Aber ich zeige lieber mein Gesicht. So, wir fangen an, genau. Ruhe, Herr Excel, sonst fliegen Sie. Ist nur ein böser Abonnent, manchmal. Italienisches Gemüse. Locker eine 9 von der 10. Das kann man definitiv empfehlen. Das ist ein Pfannengemüse. Italienische Art. Allein schon das Gemüse. Dann haben wir hier österreichischen Bergkäse mit Steinpilzen. Wie frisch aus dem Wald. Und noch ein bisschen Ei dazu. Oh ja, das kriegt fast eine 10. Noch ein bisschen Käse mit dazu. Senior Bäh. Herr Schnorkelli, bitte. Schmeckt gut.
Das mit den Steinpilzen, oh. Jetzt zur Hasenkeule. Wie ihr seht, ist sie auch wirklich durch. Geht zwar schwer ab, aber hier das Fleisch. Wenn es doch scharf stellen würde, ja. Für euch nochmal. Ist auch sehr gut durch. Für die meisten fehlt es natürlich noch die Soße, ja. Habe ich jetzt nicht dran gedacht oder so auf dem Schirm direkt. Aber die Soße ist halt hier so, alles ist eher ein bisschen flüssig. Ja, und auch der Hase schmeckt richtig gut. Ich habe den jetzt nicht groß extra angemacht, aber muss man auch nicht. Die Kombination im Mund zergeht richtig gut. Die Steinpilze kommen richtig gut rüber. Und dann das Gemüse noch dazu. Richtig lecker. Ich denke, jetzt habe ich euch genug vorgekaut. Ich werde noch richtig einen schönen Fetzen Fleisch rauszerren hier aus dieser Keule und den genießen. Guten Morgen, liebes YouTube, das war das Hauptgericht. Ich drehe nochmal die Essseite rum. Und mach noch mal eine Nahaufnahme. Ist zwar jetzt unprofessionell, erstmal anfangen und dann. Aber egal. Okay. Das ist mein heutiges Essen. Guten Appetit. Bei einem weiteren Glas Cola Waldmeister. Die Frage ist ja nun zuerst der Waldmeister oder zuerst die Cola. Ich mache es jetzt so rum. Zuerst den Waldmeister, dann die Cola. Ob der Geschmack besonders anders ist, genau wie bei rechts und links rum. Dort drehen der Joghurt und Kohlensäure, was auch immer. In Australien dreht sich das Ding eh oft andersrum. Es ist nicht möglich, in Australien einen Abfluss andersrum zu drehen. Ja, wisst schon, ja. So, jetzt zum Getränk. Was haben wir vor? Nach dem Herzhaften kommt eine Süßspeise. Eine Süßspeise. Ja, man kennt sie. Ihr braucht ein Eisen dafür. Ich nicht. Ich habe es hier fertig. Was könnte es sein? Wartet es ab. Wunderschöne Überraschungsguten Morlock zurück. Was haben wir Schönes? Wir haben ein paar schöne Beeren für euch. Und was haben wir noch? Wir haben Waffeln. Deswegen auch Eisen. Waffeleisen. Versteht ihr jetzt? Dann habe ich diese Feigenkonfitüre und diesen Milka-Aufstrich. Werden wir auf jeden Fall alles kombinieren und mal gucken, was der Gaumen dazu sagt. Zuerst reißen wir hier diese Packung auf. Let's riss, wenn es gehen würde. Ich habe jetzt etwas feuchte Hände, ich glaube, das ist so. Nehmen wir uns auf jeden Fall so ein, ja, gleich mal so ein Viererpack raus. Das werden wir gleich viermal belegen. Was heißt belegen? Viermal bestreichen. Und gerade hatte der Mr. Eos noch ein Messer, aber er ist so geschickt, es wieder zu verlegen. Aber er hat es wieder, wenn es das ist. Nicht das einzige Messer im Land. So, wie machen wir es am besten? Ja, wir machen ganz spontan. Wir machen einfach zwei
einfache Version und zwei Versionen mit Früchten. So der Plan. Erstmal dieses Nutella hier aufkriegen. Gucken, ob dann Nutella. Nein, das ist frei von einem. Nutella hat es gut hingekriegt. Oder das ist Absicht von. Milka meine ich, hat das gut hingekriegt. Oder das ist Absicht von Nutella. Dann wir nehmen einfach eine ganz normale Milka-Version. Na? Und dann nochmal die zweite Milka-Version, die wird ja auch nochmal extra separat belegt mit Früchten. Da werden wir die beiden mal testen, kombinieren. Na, es gibt so viele Kombiniermöglichkeiten. Das sprengt schon. Ich muss ja mal das Messer kurz abmachen. Man sieht sich gleich. Bevor wir in diese Konfitüre reingehen, so, jetzt gehen wir in diese Feigen Konfitüre rein und zieh's auf. Wir werden diese auch teils ein wenig verteilen, nicht übertreiben. Ein bisschen was geht immer. So, hätten wir das da. Ich weiß, frisch auf frisch ist ein bisschen merkwürdig. So, hätten wir das da. Genau, machen wir es so, dass es noch nicht übertrieben wirkt, überladen. Jetzt haben wir die Möglichkeit, hier eine frische Version noch extra zu machen. Eine normale Version und jeweils eine frische Version, die wir dann hier mit einbringen. Die stehen ganz gut auf der Schokolade, wie es aussieht. Guten Morlock. So, der Wimper, ne? Kalorienbombe, ja, das kann man so sagen. Hier noch eine, natürlich fällt ja noch eine Himbeere hinten drauf. Kalorienbombe wurde gerade gesagt im Chat, da hat sie aber komplett recht. Da kann ich mich ja auch nicht rausreden. Das Messer kommt hier rein. Und ja, was testen wir zuerst? Wir müssen sie erstmal auseinander bekommen. Also könnte ich das Messer wieder gebrauchen. Schneiden. Schneiden. Wird alles wieder abgewaschen. Schneiden hier. Für die Kalorienbombe. Ihr könnt gleich sehen, bei der Verkostung sind sie auch gleich dabei. So, die zwei Schnittchen. Genau. Das kommt hier rein. Ins Held. Bleib stehen. Fein. So, ihr könnt natürlich auch gleich bei der Verkostung mit zugucken. Ich grüße Sie, Frau Zeta Vampire. Frau Felina auch nochmal. Ich muss jetzt für YouTube nochmal die Kamera hinrichten. Und nicht falsch verstehen. Herrichten natürlich, hinrichten nicht. So, liebes YouTube, ich nenne euch mal so. Jetzt haben wir die zwei Versionen, ich bin gerade ganz durcheinander. Jetzt werden wir hier eine Nutella-Version testen mit der Waffeln. Mit den Waffeln. Nein, es ist ja Milka. Und sie schmeckt schon sehr wunderbar. Natürlich ist es eine Kalorienbombe. Man kennt es ja auch schon von Crepes. Richtig gutes Zeug, richtig gutes Zeug. Und jetzt nochmal diese Feigenkonfitüre. Passt auch schon wie Crepes, richtig gut. Das ist wirklich nochmal ein kleines Special für euch hier. Und jetzt nochmal die mit den Früchten. Einmal Milka mit Früchten. Mit einer Blaubeere. Und einer Himbeere. Das gibt dann gleich nochmal was extra. Sorry. Nach dem Hasen noch eine feinste Nachspeise. Noch einmal mit der
Feigenkonfitüre. Und den Bären. Fantastisch. Kann ich euch alles beides, auch was ich heute im Video gemacht habe, empfehlen. Nachzumachen. Bei mir gibt es nur noch Qualitätscontent. Source-Streaming ist abgeschafft. Nein, das eine oder andere Skurrile werde ich bestimmt noch verkosten, aber ich werde mich nicht dauernd irgendwie steigern wie andere YouTuber. Entweder gefällt euch mein Content oder nicht. Nein, ich werde den von A bis Z schon ein bisschen ausbauen, aber übertreiben werde ich nicht. Ich bin kein Übertreiber. Es bleibt alles so, wie es ist. Ihr kennt den Spruch. Nein, war nur Spaß. Ich bin auch zu Veränderungen fähig, aber man kann manchmal seine Leistungsspitzen nicht immer einholen. Das gilt fast überall im Leben. In dem Sinne, bis zur nächsten Leistungsspitze. Guten Morlock. Ach ja, ich grüße noch zwei Personen. Einmal den Mike Flodo. Grüße gehen raus, Mike Flodo. Dann grüße ich noch den Schildaufsteller alias / Hans / Jürgen. Schildaufsteller ist gegrüßt von mir von YouTube. Der ist auch öfters auf Twitch mit dabei, der gute Mann. Und den, ja, Mike Flodo. Ich grüße Sie. Guten Morlock. Er möchte, dass ich Präsident werde, aber ich denke, das ist etwas hochgegriffen. Mike Flodo und Schildaufsteller, ihr seid gegrüßt. Wir sehen uns. Natürlich gibt es noch ein Special von Mr. Eos. Vielleicht kennt ihr ja die Dame, habt ihr sie hier oder da schon mal gesehen? Ich kann es nicht sagen oder gehört von ihr. Sie macht einen Tee oder einen Eistee oder beziehungsweise ein Getränk. Die Überschrift heißt zumindest auf dem Getränk: Du darfst gucken, anfassen und genießen. Shirin David bringt deine juicy Fantasien ins Eisteeregal, also doch Eistee, genau. Was steht hier dann drauf? Bestimmt dasselbe. Shirin, also hier war es auf Englisch. Ja, dasselbe, wahrscheinlich schon mal auf Englisch. Ja, wir haben hier eine Wet Peach, einen nassen Pfirsich oder einen feuchten Pfirsich, einen feuchten Kehricht, einen feuchten Dreck. Hätte ich nicht gesagt, das hat keiner gehört. Einen feuchten, und einmal Basti Blueberry. Ich denke mal, wir fangen mit dem feuchten Pfirsich an. Das Titelbild sieht dann so aus. Ihr seht halt diese Shirin. Ich kann damit jetzt nicht so viel anfangen, ehrlich gesagt, mit dieser Dame, da ich sie jetzt nicht groß verfolgt habe oder irgendwo gesehen. Aber ich könnte sie hier nochmal sehen, wie sie einen Pfirsich ableckt. Und wie sie hier zum Beispiel diese Beeren ableckt, diese Blaubeeren, was in dieser Branche wahrscheinlich üblich ist, wo sie arbeitet. Hier werden verschiedene Arten von Früchten abgeleckt oder so. Wer weiß, genau. Und nun wird Shirin Davis, oder wie sie heißt, bei Shirin David, sorry, meine Aussprache, werde ich erstmal die Haube vom, die hat sogar einen Deckel oben an der Dose, was ja kein Kommentar. Machen wir die Shirin Davis mal auf. Und schon ist die Dose geöffnet. Bitte keine zweideutigen Gedanken. Shirin David sieht dann so aus vom Getränk. Das ist der erste Pfirsich-Teil, die Pfirsich-Version. Machen wir hier rein. Dieser Eistee riecht aber auch erstmal sehr pfirsichig. Ja, und schmeckt eigentlich schon. Schmeckt gut nach Pfirsich. Hat aber so einen leichten Wassergeschmack im Nachgang. Vielleicht weil ich das Süße so gewöhnt bin. Aber so gar nicht mal zu süß. Das ist ja auch der Vorteil von manchen Getränken. Muss ich die Pfirsich-Version auf jeden Fall erstmal loben. Ja, es
muss ja nicht immer so zu süß sein. Es könnte zwar ein bisschen pfirsicher sein im Nachgeschmack. Also ein bisschen mehr pfirsicher, Shirin. Dann sehen wir uns. Aber so, ja, der Pfirsich ist da. Es ist ein 65%iger bis 70%iger Pfirsichgeschmack, den man durchaus trinken kann. Jo. Kommen wir zur Blaubeere. Shirin Davis. David, sorry, meine Aussprache. Wir werden jetzt Ihre Blaubeerdose öffnen. Klingt gut. Riecht ja auch wieder blaubeerisch, auf jeden Fall auch ganz gut. So, wie würde man in ein umgerührtes Blaubeerfeld riechen? Ja, was ist denn das, ein umgerührtes Blaubeerfeld? Das habe ich jetzt erfunden. Oh ja, die kommt ein bisschen spät, aber dann kommt die Blaubeere doch, die kommt. Die ist ein bisschen intensiver als der Pfirsich. Man schmeckt es auch an der Blaubeere, ja. Auch nicht zu chemisch sozusagen, fast, es schmeckt schon richtig gut, die Blaubeere. Obwohl ich die Dame nicht kenne, auch nicht beurteilen kann, muss ich aber sagen, Getränke macht sie ganz gut, vor allen Dingen die Blaubeere. Oh ja, die schmeckt gut, sehr gut im Nachgang. Wenn ihr mal den Dirty kosten wollt, empfehle ich als Mr. S zumindest erstmal Dirty Blaubeere. Wenn ihr den wenn ihr den wirklich trinken wollt, holen wollt, ich habe ihn aus dem Rewe, gibt es bestimmt auch überall anders. Ihr habt da noch den Dirty, was für ein Name. Richtig geniale Idee, sorry. Ich koste mal Blaubeere und feuchten Pfirsich zugleich. Ja, so sieht es aus in manchen Filmen, wenn man zwei Damen beglückt, aber mir, Mr. Ears nimmt die Blaubeere. Früher bei Tutti Frutti hätte ich mich für die Himbeere entschieden. Oder die Kirsche. Ja doch, genug genippt an der Frau Shirin, an ihrem Eistee. Ich bevorzuge die Blaubeere. Danach kommt der Pfirsich. Ich hoffe, ihr seid jetzt zufrieden mit meiner Aussage. Testet ihn, kostet Shirin.